Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Comic-Review-Video von mir. Diesmal hier liegen habe ich Captain Berlin Heft 3. Ist natürlich wieder purer Trash. Im ersten Heft wird noch erzählt, nachdem Captain Berlin im letzten Heft in Gefangenschaft von Hitler geraten ist, wird er jetzt von Hitler an die Japaner verkauft, mit die herausfinden können, woher Captain Berlin seine Superkräfte hat. Viel mehr passiert in dieser sehr kurzen ersten Geschichte mal wieder nicht, die auch auf nur 2, 4, 6, 7 Seiten erzählt ist, was ich schon auch sehr schade fand. In der zweiten Geschichte geht es weiter, wie die Ilse halt den Elefantenmenschen dazu gebracht hat, den Kopf von Hitler aus Madame Tussauds zu klauen, weil da drin echte Haare von Hitler verwendet wurden, womit sie halt die Hoffnung hat, Hitler klonen zu können oder wiederzubeleben, wie auch immer. Daraufhin gerät es halt in Kampf mit Captain Berlin und den Elefantenmenschen, der sich dann auch irgendwann im Laufe der Story mit dem Captain Berlin vereinigt. Im Gegensatz zu den anderen Heften wurde ich jetzt in den Heft nicht so gut unterhalten von Captain Berlin. Beziehungsweise mir hat das erste Heft immer noch am besten gefallen. Das zweite hat schon eine Tendenz nach unten gehabt, während das dritte von mir nicht mehr wie 2 von möglichen 5 Trash-Punkten bekommt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die 4. Ausgabe noch holen werde. Ich finde es sehr schade, gerade weil mir die erste Ausgabe von Captain Berlin sehr gut gefallen hatte. Dann gelesen habe ich Batman Heft 36, wo jetzt das seit der 35 das Kreativ-Duo dran ist, hier Brian Bassalato und Francis Manapul. Und Francis Manapul ist ein Zeichner, den ich unglaublich feier. Der war bis zu New 52, wäre der nie im Leben meiner Top 10 aufgetaucht. Ich kannte zwar die Sachen, die er von The Darkness gezeichnet hat, bloß da war ein Künstler, der mir nie so krass in Erinnerung geblieben ist. Bei dem Flash One, den er jetzt zusammen mit dem Bassalato hatte, ist er mir definitiv im Gedächtnis geblieben, weil er da echt verdammt gut gezeichnet hat. Und jetzt bei Batman führt das auch direkt sofort. Das sind halt so Panels wie dieses hier, wo man an sich ein 1, 2, 3, 4, 5 geteiltes Bild hat, das zusammen aber trotzdem eins ergibt, aber trotz dessen ist jedes Bild für sich alleine stehend. Da sind noch ein paar andere schöne Beispiele. Oder dieses Bild, wie dann wieder diese Page hier gezeichnet hat. Da finde ich schon eine traumhafte, wie das aussieht, wie das Wasser von dem Auto runterperlt. Und auch so ist mir in dem ganzen Comic kein einziges Panel aufgefallen, wo er irgendwie sich mal verhauen hat. Oder dieses Bild, was dann in 9 Panels aufgeteilt ist, wo aber auf jedem Panel was für sich selber passiert. Sowas liebe ich, wenn ein Künstler hingeht und so mit dem Medium Comic umgeht. Ich glaube, eine Seite weiter, ja, hier ist es, brechen die beiden auch wieder aus den Panels aus. Und ich mag sowas. Ich finde es schade, dass Künstler selten zu solchen Schritten greifen. Was die Story von den Heft drin angeht, möchte ich spoilerfrei bleiben, weil das Heft noch ganz aktuell ist. Und ich kann so viel sagen, dass die beiden hingehen und sich ein bisschen auf die Wurzeln der Serie zurückorientieren. Das heißt ja Detective Comics. Und in diesem Comic hat Batman mehr Detektivarbeit jetzt wie in den Storylines davor halt, was mir sehr gut gefällt. Und da es nur ein 3-Teil ist, würde ich jetzt einfach zu viel spoilern, wenn ich jetzt mehr auf die Geschichte eingehen würde. Was ich sagen kann, die Story kriegt von mir so eine 3 von 5, allerdings eine gute 3 von 5. Wohingegen die Zeichnung von mir tatsächlich eine 5 von 5 bekommen, weil ich 5 viel besser zeichnen kann man gar nicht, wie es der Manapul hier gerade macht. Also insgesamt kriegt das Heft dann eine 4 von 5. Was ich vielleicht noch ein bisschen schade finde, ist die Coverwahl, die Panini getroffen hat. An sich ein sehr schönes Cover. Ich hätte das hier aber allerdings schöner gefunden. Und das hier für der fertig Panini gefeiert, wenn die dieses geile Cover genommen haben. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie Manapul mit dem Medium Comic rausgibt. Der nimmt eine Knarre, nimmt davon den Schatten und in den Schatten baut er dann die einzelnen Elemente ein, die in den Heft drum passieren. Wunderschön gemacht. Hier ist auch nochmal so eine schöne Beispiel für die Panelkunst, die Manapul betreibt. Hier hat man auch 3 Panels, die wieder zusammen ein Bild ergeben, aber trotz dessen für sich alleine stehend sind. Finde ich sehr schön, wie der Mann das macht. Auf jeden Fall ein sehr schönes Heft, ist auch für Neuensteiger sehr gut geeignet, also beziehungsweise die 35. Mit der 37 der ganze Storyplot um Icarus auch schon komplett zu Ende. Also wenn man mal Bock auf eine Batman-Story hat, die sehr gut gezeichnet ist, kauft euch einfach Heft 35, 36 und 37 und ihr habt einen abgeschlossenen 3-Teiler beziehungsweise 6-Teiler bei euch im Regal stehen. Da sind ja mal 2 US-Hefte drin. Dann gerade noch bei meinem letzten Lesestapel-Video vorgestellt, Lex Luthor, Mann aus Stahl, und das ist von Azraello geschrieben, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, ein Künstler bzw. Autor, der es für mich sehr gut hinbekommt, eine Figur möglichst facettenreich darzustellen. Das
Azrael, da sieht man den Namen nochmal. Und gezeichnet ist das Ding natürlich auch absolut geil, finde ich. Allein schon dieses Panel hier, wo man schon fast geblendet ist von der Sonne, die gezeichnet wird. Sowas mag ich auch. Und auch wenn ich finde, dass Lex Luthor an den ganzen Comic nicht immer so glücklich getroffen ist, was das Gesicht angeht, da gab es ein paar Panels. Vielleicht finde ich eins, da hat er so schon fast Manga-mäßige Augen gezeichnet bekommen. Das fand ich dann doch eher ein bisschen verstörend. Natürlich finde ich davon jetzt keine Szene. Ist auch egal, vielleicht findest du es später durch Zufall. Auf jeden Fall fängt es halt damit an, dass man sieht, dass Lex Luthor zwischen seinen ganzen bösen Seiten, die er hat, auch ein, zwei gute Seiten hat. Wie zum Beispiel mit seiner Putzkraft hier, wo er direkt dafür sorgt, wo er halt im Kontext herausfindet, dass der Sohn von ihm sehr intelligent ist, wo er direkt dafür sorgt, dass der Sohn auf einer der besten Schulen in den USA kommt, wo ja nur 12 Leute drauf bekommen. Was natürlich wieder die Schattenseite hat, dass jemand anders, der sich diesen Platz verdient hatte, jetzt doch nicht mehr zu dieser Schule kann. Der ganze Band spielt natürlich wieder damit, dass Lex Luthor diesen extremen Hass gegen Superman hat und ihn versucht zu zerstören. Lex Luthor versucht in diesem Band seine eigene Heldin aufzubauen, deren Namen ich mal wieder vergessen habe. Wer meine Videos öfters guckt, weiß, ich habe ein furchtbares Namensgedächtnis. Hier sieht man sie kurz, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie eine Roboterfrau, die irgendwie von Lex Luthor rangezüchtet wurde, um eine Heldin zu sein, die unter seinen Fittichen spielt. Viel mehr möchtest du dieser Story gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, sie ist nicht actionlastig, sie ist vielleicht auch ein bisschen trocken erzählt. Bloß für Leute, die die Figur Lex Luthor mögen, ist dieses Comic sehr zu empfehlen. Ich wurde sehr gut unterhalten. Allerdings fällt es mir recht schwer, den Ding eine Bewertung zu geben. Also die Zeichnung seht ihr selber, das ist definitiv, ich würde auch sagen, eine 5 von 5, weil das ist, was hier allein schon, wie viele Details der Superman auf diesem Panel hat oder der Batman auf diesen. Der Zeichner, der das gezeichnet hat, hat auch Batman Noel, wahrscheinlich mal wieder gnadenlos von mir falsch ausgesprochen, gezeichnet. Und der Typ versteht auf jeden Fall sein Handwerk. Warum es mir schwerfällt, dem Ding eine Bewertung zu geben, wenn ich euch jetzt sage, das Ding ist eine 5 von 5, wäre das zwar nicht gelogen, allerdings ist das Comic auf gar keinen Fall für jeden eine 5 von 5. Für jemanden, der jetzt mehr auf Action steht, ist das Ding absolut nicht zu empfehlen. Und für jemanden, der Superman und Lex Luthor nicht mag, ist das Ding auch nicht zu empfehlen. Deswegen einfach mal werde ich jetzt einfach mal die Bewertung weglassen. Ich kann nur sagen, dass mir das Comic sehr gut gefallen hat. Ist allerdings echt nur für eingeschworene Superman-Fans zu empfehlen. Und gerade für Leute, die so wie ich sich sehr für Lex Luthor interessieren. Da ist auch immer wieder zu erwähnen, das kann ich gar nicht oft genug erwähnen, sich All-Star Superman zu kaufen. Und da dann besonders das Heft zu lesen, was da drin ist, wo das Interview zwischen Clark Kent und Lex Luthor ist. Wo das Luthor echt mal ein ganzes US-Heft komplett raus hat, warum er Superman hasst. Was auch ziemlich gut begründet ist, sage ich mal. Es ist keine blinde Hass, die er gegen die Figur, gegen Superman hat. Es ist sogar eine begründete Hass, sage ich mal so. Wer es gelesen hat, weiß, was ich meine. Wer es noch nicht gelesen hat, kauft euch All-Star Superman. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich konnte euch wieder so einen kleinen Überblick geben, was sich lohnt. Also die beiden lohnen sich definitiv. Und Captain Berlin ist halt echt nur was für Trash-Fans. Und ich bin zwar Trash-Fan, aber das war dann doch so Trash, der mich nicht zu sehr tangiert hat. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.